Die japanische Blütenkirsche, Autumnalis rosea, ist einer der wenigen Bäume, die auch im Winter blühen können. Auffällig an diesem Baum ist, dass er zwischen November und März wiederholt in zartrosa blüht, also jetzt. Sie ist eine der ersten blühenden japanischen Blütenkirschen im Frühjahr und daher ein echter Blickfang. Im Frühjahr wird sie auch mit bronzefarbenen Blättern austreiben, die langsam grün werden. Diese färben sich im Herbst schön orange und gelb. Sie liebt einen sonnigen Standort, gedeiht auf jedem Boden gut und passt in jeden Garten. Außerdem ist sie winterhart und kann Temperaturen bis minus 24 Grad Celsius standhalten. Kurz gesagt, die japanische Blütenkirsche, Autumnalis rosea, ist ein eleganter Baum, der jeden überrascht.